Hey, Dieter hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es was zu feiern. Ich bin nämlich meine Zahnspange nun endgültig los. Denn heute wurden die Retainer reingemacht, also diese Metallhaltetrete, damit die Zähne so bleiben, wie sie jetzt sind. Zuallererst wurden eigentlich jetzt meine Zähne ganz schön sauber geputzt, sodass sie jetzt blitz und blank glänzen. Nämlich, es ist was für eine extra Zahnreinigung. Und zwar wurde am Anfang mit so einem Ultraschallgerät irgendwie der Zahnstein entfernt. Dann wurde nochmal mit Zahnpasta meine Zähne schön geputzt. Dann musste ich zwischendurch immer mal wieder ausspülen. Dann kam noch eine Schicht Fluorid drauf, also wieder das Zeug mit dem Fluoridieren. Und es hat diesmal auch immer noch nicht besser geschmeckt. Genau, dann, nachdem meine Zähne blitz und blank waren, wurden geschaut, ob diese Retainer, die jetzt, also jetzt drin sind, ob die auch gut passen. Das wurde so anprobiert. Danach wurden meine Zähne, also innen, halt so ein bisschen angeraut. Also erst haben wir das Ganze oben gemacht, dann das Ganze unten. Und da sollte ich halt für die Augen schließen, weil das halt so ein Pass ist, die möchte ich nicht in die Augen gehen sollte. Genau, da wurden halt meine Zähne oben angeraut, also so weit halt wie der Retainer geht. Das ist nämlich nur so ein Kurzmetallschicht, also das geht nicht über alle Zähne, sondern nur über die vorderen. Oben ist es bis zu den Eckzähnen und unten bis zu den ersten Backenzähnen. Genau, und die Zähne wurden halt so ein bisschen angeraut, damit der Kleber auch hält. Dann wurde da erstmal Kleber drauf gemacht. Dann kam der Retainer drauf, der wurde dann auch nochmal festgeklebt, erst an der Seite. Dann wurde dieses rosane Dings abgemacht, das eigentlich nur da war, damit die Zahnärztin halt es halten konnte und draufdrücken konnte teilweise auch ein bisschen. Dann wurde das abgemacht, dann wurden die in der Mitte auch nochmal festgeklebt. Das gleiche war dann auch noch unten. Genau, und dann, nachdem die dann drin waren und alles gepasst hatte und ich, wenn ich zubeiße mit den Zähnen, nicht oben Anschluss mit den unteren Zähnen, also so dass da genug Platz dazwischen ist. Genau. Dann waren die Retainer drin. Und dadurch, dass es ein Draht ist, der halt durchgängig ist, komme ich jetzt halt nicht mehr mit der normalen Zahnseite rein. Heißt, ich muss die extra putzen, die Zahnzwischenräume. Weil die normalen, also die, wenn man jetzt nicht so einen Retainer drin hat, also kein Metall. Da geht man ja meistens immer so mit der Zahnseite durch, so alle ein bis zwei Tage. Und so geht halt zwischen die Zahnzwischenräume und dass halt sich dort kein Zahnstein bildet. Und das geht ja jetzt nicht mehr, wenn ich vorne oder so mit der Zahnseite die in die Zahnzwischenräume reinmachen würde, müsste ich ja durch das Metall hindurch. Und deswegen hat sie mir so drei Möglichkeiten vorgeschlagen, wie ich jetzt in die Zahnzwischenräume reinkomme. Zuerst mal gibt es da so besondere Zahnseide. Die ist an der einen Seite ist da so ein verhärtetes Stückchen, also es ist hart, sodass man da theoretisch gut durchkommt durch die Zähne. Dann gibt es einen Bereich, der so sehr relativ ziemlich flauschig ist, sodass man halt auch wirklich an alles rankommt. Und dann gibt es auch einen Bereich so mit normalen Zahnseide, damit man halt auch die anderen Zähne mit dem gleichen Ding noch machen kann. Genau, das war so Möglichkeit 1. Die zweite Möglichkeit ist mit so einem Interdentalbürstchen. Das ist praktisch sowas, also das ist einfach, dass man praktisch so durch die Zähne durchsticht und ein bisschen vor und zurück macht. Und dann die dritte Möglichkeit wäre auch nochmal sowas in die Richtung. Und das ist allerdings, müssen wir aus der Apotheke holen, genau, weil es die so im Drogeriemarkt nicht gibt. Die anderen zwei gibt es dort und ich habe mich jetzt endlich für dieses orange Ding entschieden, weil ich damit einfach am besten umgehen kann. Und ja, ich habe jetzt erstmal nichts weiter zu sagen. Fragen könnt ihr immer noch weiter unten in den Kommentaren stellen. Genau, gebt unbedingt noch einen Daumen nach oben, weil das nicht den Kanal irgendwo um mich hier herum zu abonnieren. Und genau, wir sehen uns dann in irgendeinem meiner nächsten Videos. Ciao, ciao, macht's gut!